Aufgewachsen unter der Apartheid in Südafrika, machte sich Robin Rhodes einen Namen mit Straßenkunst. Vor 17 Jahren zog er nach Berlin. Und inzwischen ist er ein recht bedeutender Gegenwartskünstler. You know, I believe that. Hey, nicht lachen! Okay? Das ist scheiß Ernst! Das ist mein Job! Als junger Künstler in der jungen Demokratie Südafrika thematisierte Rhodes die neuen Möglichkeiten, Hoffnungen und Ängste. Die Häuser von Johannesburg waren seine Leinwände. Noch heute tut er sich etwas schwer mit den weißen Wänden der Galerien. Um Kunst zu machen, braucht Robin Rhodes eigentlich nur eine abgefahrene Idee und was zum Zeichnen. Ich war von meiner Schulzeit inspiriert. Obwohl wir keinen Kunstunterricht hatten, haben wir uns trotzdem mit Zeichnen beschäftigt. Auf komische Art und Weise. Wir haben eine Kerze gezeichnet und dann versucht, sie auszupusten. Ein Fahrrad und dann versucht, damit zu fahren. Das war eine fast subversive Art. Auf Schulmauern gemalt. Ohne Erlaubnis natürlich. Ein großartiger Jahrgang. "2011 fand Rhodes die perfekte Wand in Johannesburg. Den ganzen Tag Sonne und direkt gegenüber ein Bierladen. Seine Arbeit lockte neugierige Jugendliche aus dem Viertel an und er hat eine nach dem anderen eingespannt. Zusammen mit dieser Art Army entstanden eine Menge kollektive Werke, bis er das Projekt 2017 abbrechen musste. Ich musste mich daraus zurückziehen. Die Gangs dort wussten, dass ich meine Crew bezahlte und sie wurden gezielt überfallen. Ich bin gewarnt worden, dass sie mich auch auf dem Zettel haben. Eine unbehagliche Situation. Ich glaube nicht, dass Menschen aus privilegierten Ländern sich vorstellen können, was dort auf der Straße abgeht. Da gelten andere Regeln. Im Atelier in Berlin entstehen nun ganz andere Werke. Der Straßenkünstler Robin Rhodes musste sich an dieses neue Arbeitsumfeld erst gewöhnen. Wie immer, Versuch und Irrtum. Manchmal versuche ich, mich selber als Künstler ziemlich ernst zu nehmen. Aber dann merke ich, dass meine besten Arbeiten entstehen, wenn ich nicht so ernst bin. Da tobt ein Dauerkampf in mir. Wir sind eins. ARD.